Es ist Mittwoch, der 26. Mai. Ich begrüße euch herzlich zum neuen Tag mit Jesaja 51, dem 6. Vers. Der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahin sterben, aber mein Heil bleibt ewiglich. Was bleibt denn am Ende noch übrig? So eine Frage stellt man sich, wenn man auf ein solches Jesaja-Wort hört. Und wer dann die diversen Orakel und Prophezeiungen zusammenpuzzelt, zum Beispiel den Maya-Kalender oder das sibyllinische Orakel oder den Nostradamus und nachher auch noch den Papstprophet, der Malachia von Armag. Wenn man das so zusammen schaut und man bei allen auf dem Jahr 2012 landet, dann muss man sagen, ja, es gibt ein bisschen Bauchweh, es gibt ein mulmiges Gefühl im Magen, es sind noch 2 Jahre und nachher soll das alles dann zu Ende gehen und soll sich das erfüllen, was hier der Jesaja hat gesagt. Aber dass wir uns recht verstehen, ich rede jetzt nicht von einem Weltuntergang, sondern von einem Weltübergang. Das klingt ein bisschen ähnlich, aber es ist trotzdem etwas ganz anderes und hauptsächlich es ist etwas, das schriftgemäss ist. Weil nämlich die Schrift redet zwar von einigem, der untergeht. Ihr habt es selber gehört. Menschen sterben wie Mücken. Die ganze Kulisse verschwindet. Die Kulisse, wo wir uns drinnen bewegen. Plötzlich braucht es sie nicht mehr. Aber die Schrift redet noch deutlicher von etwas, das trotz allem eben bleibt und in den Übergang hineinkommt und das nachher immer noch da ist. Nämlich das Heil von Gott. Das bleibt bestehen. Das ist nicht ein Heil abseits der Welt, sondern ein Heil, das reingepflanzt ist, mit in unsere Existenz, mit in unsere Welt. Und wenn es tatsächlich einen Untergang gibt, wenn einiges untergeht, dann ist es nur ein 6-Tage-Werk, das untergeht. Und wenn ich jetzt das so sage, dann tue ich zu ihm, jetzt macht er das ja klein, die Welt, der Kosmos, all zusammen das Wunderbare, die Natur und alles. Der Erdbau, der Globus, das Sonnensystem mit seinen Planeten. Und erst noch recht die Galaxie und die Millionen Galaxien, all das, was man noch nicht einmal hat entdeckt. All das soll jetzt nur eine Kulisse sein, ein 6-Tage-Werk. Ja, genau, es ist einerseits eben ein 6-Tage-Werk, andererseits hat es seinen Wert. Das tut man nicht abwerten, das tut man nicht aufwerten, sondern man sagt, es ist die Kulisse, die Gott uns Menschen drin gestellt hat. Und zwar hat er nichts anderes wollen, als dass das alles für uns da ist. Wegen uns gibt es das. Darum glauben wir auch nicht an die Millionen Jahre, wo Gott hat den Menschen wollen erschaffen. Und darum hat er für ihn all das andere auch hergestellt, für ihm etwas zu lieb zu tun. Das ist die Kulisse, die wir drinnen leben. Das 6-Tage-Werk wird wieder rückbauen. Gott tut das wieder abbrechen. Vielleicht gibt es sogar eine Art Null-Energie am Schluss. Wo man muss sagen, alles zusammen geht in sich zusammen, verschwindet in sich selber. Aber etwas ist in Ewigkeit, nämlich das Heil von Gott. Und das ist, dass wir Menschen in seinem Herz schon von Ewigkeit her verankert sind. Das sagt auch der Epheserbrief. Gott hat uns vorher gesehen. In Ewigkeit hat er schon an uns gedacht, hat uns schon in seinem Herz gehabt, bevor wir überhaupt da waren. Darum werden wir nicht auf die gleiche Art weggeräumt, wie all zusammen die schönen Kulissen, die es jetzt hier hat. Das Heil, das bleibt und das macht, dass es nicht ein Weltuntergang ist, sondern ein Weltübergang, das haben wir uns so vorzustellen, dass wir eben Lieblingsgedanken sind. Jeder von uns ein Lieblingsgedanke von Gott. Von Ewigkeit her. Das heisst, schon außerhalb der Zeit hat er uns in seinem Herz gehabt. Und nachher hat er uns auch in die Welt hineingeboren werden, die und mehr. Und wenn wir das Heil nachher auch packen können, dann sind wir wirklich für immer in dem Herz von Gott verankert. Wenn wir das ja auch wollen, dann sind wir nachher dort daheim und dann können wir nicht verloren gehen, weil wir sind im Herz von Gott. Und in seinem Herz ist nicht die Galaxie XY verankert, die kann er jederzeit ersetzen. Was er nie kann ersetzen kann, ist du und ich. Und darum hatte ich einen seltsamen Traum gehabt. Das ist vor mehr als 20 Jahren. Wir waren auf der Welt unter, jeder hatte so ein Kärtchen bei sich gehabt. Und plötzlich haben die von diesen Kärtchen, die weiss waren, Farben bekommen. Und ich habe gemerkt, es ist eine Spannung in der Luft, es wird etwas passieren. Und ich habe gesehen, dass die Leute entrückt werden. Und ich habe gesehen, mein Kärtchen hat noch keine Farbe bekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass sind noch Sachen, die zwischen mir und Gott stehen. Und so habe ich in diesem Traum intensiv Buße über das, was noch Buße zu tun war. Und dann habe ich gemerkt, jetzt werde ich aufgelüpft.
jetzt fahre ich einfach in die andere Welt rein oder rauf oder rüber. Das hat man gar nicht so genau können sagen. Das Einzige, was ich einfach gewusst habe, ist eine riesige Freude. Und ich kann euch sagen, wenn Gott in 6 Tagen eine schöne Kulisse machen konnte, dann kann er auch an einem Tag eine ganz neue, ebenso schöne und noch schönere machen. Nicht wir müssen ihm Zeit geben, sondern er hat uns Zeit geben, Zeit zur Buße, Zeit verankert zu werden in seinem Herzen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Eben das Verschwinden von der riesigen Kulisse, wo die Menschen mit drin stehen, das ist ein Teil, wo die Schrift sehr deutlich sich darüber... Das hat man gerade geblättert. Lästig.